Sie dachten, wir wären geschlagen. Sie dachten, ich wäre tot. Also wurden sie leichtsinnig und wir konnten der Bestie den Kopf abschlagen. Die GDI ist nach wie vor gefährlich und versucht anzugreifen, trotz ihres Rückschlags. Also werde ich unsere Truppen an der Ostküste abziehen. Wir ziehen uns zurück, Eure Eminenz? Nein, aber in ihrer Arroganz werden sie genau das denken. Dass wir Angst haben, dass wir fliehen. Während die GDI ihren Sieg feiert, sammeln wir unsere Truppen und bereiten uns vor auf die schwierigste und gefährlichste Phase unserer Operation. Wir sind dabei, eine Intelligenz zu erschließen, die alle Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Es wird Zeit, dass wir uns dem Himmel zuwenden. Unsere Gäste werden bald hier sein. Archivdatei-Suchmodus. Globale Suche nach Computer-Assisted Biologically Augmented Lifeform. Kabal. Und damit ein wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei Let's Play Command in Conquer 3 Kains Rache. Der Doktor verschwindet. Dr. Alphonse Giraud, der führende Tiberium-Experte der GDI, wird langsam zum Problem. Er muss verschwinden, bevor er diesem Idioten Boyle die Augen öffnet und Kains Plan gefährdet. Giraud's Labor befindet sich in der blauen Zone Nummer 8 auf dem Gelände desselben chilenischen Raumhafens, der für die Versorgung und Wartung der Philadelphia verantwortlich war. Der Prophet will Giraud lebend. Er ist überzeugt, dass wir den guten Doktor für unsere Sache gewinnen können. Enttäuschen Sie ihn also nicht, dann legen wir mal los. Initialisiere Video-Uplink. Die Flüssig-Tiberium-Forschung von Dr. Giraud behindert in zunehmendem Maße Kains Pläne. Der Prophet bittet dich um die Gefangennahme des Doktors. Vielleicht mit entsprechender Motivation stellt er seine Fähigkeiten in den Dienst des Propheten. Empfange Nachricht. Legion, Kane hat die Gefangennahme von Dr. Giraud angeordnet. Sichern Sie sein Labor. Gut, sollte machbar sein. Versuchen wir es. Neue Bauoption. Baut. Bau unterbrochen. Okay, neue haben wir jetzt doch schon alles dann. Baut. Neues Bonusziel. Oha, das Kontrollzentrum erobern. Was bringt das denn? Sky Sentry. Nice. Das klingt wie ein nettes Geschütz, was im Himmel schwebt. Ob das wirklich das ist, weiß ich gerade nicht. Aber klingt zumindest ein bisschen danach. Es wird Asche regnen. Bau abgeschlossen. Ja, nicht so weit vorne. Besser ein bisschen weiter hinten. Sicher ist sicher, ne? So, da hinten, na, von hier kommt eigentlich nichts. Also heißt, wir müssen wirklich nur hier oben den relativ kleinen Bereich verteidigen. Das finde ich schon mal ganz gut, aber auf die leichte Schulter sollten wir es natürlich dennoch nicht nehmen. Bau abgeschlossen. Das bräuchte ich nochmal. Ach ja, die Kommandozentrale. Stimmt. Also als Artillerie finde ich ja schon ganz nice, aber ich glaube, die Leutra finde ich besser. Kann einfach so unendlich, also gefühlt unendlich viel Feuerkraft haben. Bau abgeschlossen. So, warte mal, 10 haben wir, das kostet 15. Wir haben noch 29 offen, das ist schön. Das reicht dann nämlich für einen Laserturm. Also vom Strom jetzt her. Weil ich will nur natürlich gucken, dass wir schon möglichst schnell eine Verteidigung haben. Bau abgeschlossen. Und wir müssen gleich mal schauen, ob wir nicht irgendwo vielleicht so ein kleines, köstliches Tiberium-Türmchen finden. Das wäre nämlich auch richtig schick. Nichts kann uns stoppen. So, komm, mach hinne. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. So, jetzt erstmal die Kraftwerke alle verbessern. So, ich könnte mir ja auch mal angewöhnen, ein bisschen mit Tastenkombinationen zu arbeiten. So, wollen wir einen Schrein... Oh, wer kommt denn da zum Spielen? Noch ein bisschen durchhalten und dann stellen wir den Obelisk hier hin.
Und dann sollte das Thema durch sein. Ja. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber hey, egal, pfeif drauf. So, ja, Einheiten. Fangen wir mal an. Mein Gott, ist der teuer. Stimmt, Schrein der Geheimnisse, den habe ich noch ganz vergessen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. Oh, du mieser Penner. So. Nicht mit Commander Schätzelein. Neue Bauoption. So, ihr lasst euch eben schnell reparieren. Stellen hier hinten nochmal einen Friedensstifter hin. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Weil er sämtliche Leute, die vorbeikommen, einfach nur dezent befriedet. Stellt davon noch einen hin und dann machen wir hier noch ein bisschen Luftabwehr und dann dürfte unsere Verteidigung eigentlich stehen. Wir können ja später noch den einen oder anderen Obelisken hinstellen, der ein bisschen Rabatz macht. So. Jetzt aber mal hier ans Einheiten bauen. Der ein oder andere Läuterer. So, was war hier noch für ein Upgrade? Ach ja, alle Flammenwerfer werden effektiver. Das ist natürlich sehr schön. Gönnen wir uns auf jeden Fall mal. Feindliche Einheiten in Sicht. Konzentrierter Partikelstrahl, Tiberium-Raketen. Nehmen wir alles mit. Und da sehen wir die große Schwäche. Noch keine Luftabwehr. So. Gucken wir mal, dass wir die Upgrades jetzt erstmal fahren. Und uns dann doch erstmal um die Verteidigung ein wenig kümmern. Wo war denn nochmal dieses Zusatztürmchen? Oder gibt's das nicht mehr? Nee, aber wir haben jetzt dieses... Ach ja, stimmt. Die Türmchen gab's in der Vergangenheit, bevor wir eingeschläfert wurden. Und jetzt haben wir dafür den erhöhten Schaden. Ich entsinne mich dunkel, da war ja was. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich wollte gerade fragen, wo baue ich noch was? Aber dann viel meinen, wir haben ja noch ein paar Upgrades. So, da muss aber noch ein bisschen was kommen in Sachen Luftabwehr. Das ist ja geradezu lächerlich. Und Runz. Welch ist er? Ja, irgendwie so richtig aus dem Quark komme ich noch nicht. Das tut mir auch leid an der Stelle. So, was haben wir jetzt? Ach ja, die Flamme. Ja, jetzt knallt es schon ein bisschen mehr. Zack und weg. So, jetzt muss ich auch mal... Upgrade abgeschlossen. Was baue ich denn eigentlich hier die ganze Zeit noch? Ach, das war Reparatur. Sorry. Ja, jetzt bin ich auch endlich am Ende des Denkprozesses angekommen. Way! So, wir bauen ein, zwei... Ja, wir bauen ein paar Läuterer und dann gucken wir, dass wir noch von den anderen üblichen Verdächtigen ein bisschen was bauen. Bauen wir hier eine schön bunt durchmischte Armee. Und wir schauen jetzt zwar endlich mal auf der Karte, ob wir noch ein bisschen was finden. Außer diesem wunderschönen blauen Tiberiumfeld. Warum nehme ich das erst jetzt wahr? Ach ja, weil ich mich jetzt umschaue. Da war ja was. Haben wir am Hafen vielleicht irgendwo ein Geschenk? Oh, ho, 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 ja. Hat er. Schirmt die Teile bereit. Feindliche Einheiten in Sicht.
So, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, einen Saboteur da lang zu schicken. Feindliche Basis in Sicht. Unterstützpunkt wird okay, da sind Kraftwerke. Na gut. Ich glaube, so ein weiterer Obelisk da vorne wäre nicht verkehrt. Aber wir müssen ja auch mal gucken, dass wir ein paar Trüppchen zusammengestellt bekommen. Ausbildung. Huch! Da habe ich jetzt irgendwie versehentlich an meine Uhr Siri aktiviert. Falls ihr was gehört habt, das war nicht meine zärtliche Stimme, das war Siri. So, ich baue jetzt erstmal eine kleine Truppe auf, erkunde dann hier links den Weg. Andere Möglichkeiten haben wir ja gerade leider nicht. Warte mal, haben wir nicht noch... Stimmt, hier waren ja noch Upgrades. Ach, da war das Vierlingsgeschütz. Oh, ich bin so dumm. Ich habe immer noch nicht so ganz verinnerlicht, dass die einzelnen Gebäude ja auch Upgrades bringen. So, und sobald wir dann hier ein weiteres Geschütz haben, wird dann auch hier die Feuerkraft ein wenig steigen. So eine Idee, so ein Mühe. So, mehr Geschütze, sehr schön. So, aber ich muss auch mal gucken, dass ich hier vielleicht noch einen weiteren Obelisk perspektivisch hinstelle. Habe ich ja gerade schon erwähnt. Aber den sollten wir auch mal irgendwann Taten folgen lassen. Nordmott ist bereit. Alle Systeme online. Nordmott ist bereit. Ach stimmt, der erhöht ja die Kampfkraft von nahegelegenen Einheiten. Schön! Gut, dass du so langsam bist und alles klein um dich herum so schnell. Ich dürfte hier leider bald ein Problem kriegen, wenn mir das Tiberium nämlich ausgeht. Einheiten in Sicht. Flammenpanzer bereit. Gehen wir auf die Jagd. Wo ist noch eine feindliche Einheit? Erzähl doch nicht! Du Lügenlord. Oha, jetzt könnte es lustig werden. Ah, wobei. Ne, wird doch nicht so lustig. Gehen wir auf die Jagd. Läuterer bereit. Ich sollte aber auch mal ein bisschen mehr gegen schwere gegen Panzer und so, gegen Fahrzeuge nehmen, weil nur die Nordmods, das sind ja eher so Kategorie Glaskanone. Gehen wir auf die Jagd. Einheiten in Sicht. Was jetzt nicht unbedingt die allerbeste Wahl ist. Gehen wir auf die Jagd. Oha. Gehen wir auf die Jagd. Unzureichende Mittel. So, gibt's ihn dreckig. Sehr schön. Schade, dass Geschütze nicht leveln. Das wäre jetzt echt noch richtig geil. So, ein paar fehlen uns noch, dass wir zumindest mit voller Feuerkraft aufmarschieren. Wobei, solange ich meine Flammenpanzer nicht verliere, glaube ich, bin ich auch gegen andere Fahrzeuge einigermaßen gut gerüstet. Gehen wir auf die Jagd. Bereit für den Feuersturm. Gehen wir auf die Jagd. So, und da hätten wir den letzten. Gehen wir auf die Jagd. Ach ja, übrigens, ich wurde unter einem Video hat ein Zuschauer, sein Name ist mir leider entfallen. Der hatte kommentiert von wegen, ja, hey, mach doch mal hier so mehrere Gebäude, weil mehrere Bauleister und so. Ja, richtiger Gedanke, aber ich mache das bewusst nicht, damit ich hier nicht 10 Bauleisten starte und dann keiner fertig wird, um es mal übertrieben zu sagen, ne? Also, wenn ich jetzt überlege, wie viel ich hier gebaut habe, ich war ja gerade schon am Geldende, sag ich mal. Damit mir das nicht zu häufig passiert, gebe ich halt nicht ganz so Vollgas mit den Bauleisten. Also es hat tatsächlich einen Grund, warum ich das mache. Ziel bestimmt. Ich rücke vor. So, dann cruise mal hier oben hin. Und schau mal, ob hier hinten die Bahn frei ist für unseren
Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Larry, der da möglicherweise bald hinzukommt. Wow! Alter, ich hasse Zone Trooper. Habe ich das schon mal erwähnt? Wow, was haben wir denn da? Ich bin definitiv zu weit nach vorne gerückt. Aber ganz definitiv. So, da hinten ist nichts. Ausbildung. Feuer ist rein. Habe verstanden, die Bruderschaft vertraut. Rein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Endlich, die Bruderschaft vertraut mir. So, dann fangen wir die mal mit unserer Fresse ab. Und ihr verzieht euch jetzt mal und lasst euch erstmal ein wenig reparieren. Was gibt es? Ich weiß, was ihr meint. Ja, jetzt sind natürlich wie immer ein paar oben stehen geblieben. Das finde ich besonders toll. Also ich weiß nicht, im Grundspiel war das irgendwie nicht. Hier beim Add-on leider schon. Das finde ich schade. Sehr schade sogar. Feindliche Einheiten in Sicht. Das schmälert nämlich dann doch ehrlicherweise ein wenig den Spaß. Arbeiten wir zusammen. Ja. Na nur, was will denn der Ingenieur da? Wie Sie meinen. So, Tiberium Feld ist abgebaut. Es gibt, glaube ich, keinen besseren. Oh, was haben wir denn hier Schönes liegen? Ein paar Kisten. Und dann noch mehr Kisten. Ach, der hat der sich ein Silo gekrallt, der Penner? Boah, diese miese Drecksau. Wow. Nee, bleib mal bitte hier hinten stehen. Danke. Oh, echt jetzt? Vorsichtig. Ich kann Ihnen helfen. Okay, keine Ahnung, was mit euch da jetzt los ist. Kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe, dass dieser Bug noch ein bisschen bestehen bleibt. Dass wir uns die Sache hier krallen können. Feindliche Basis. Es wird uns gehören. Ich kann helfen. Was brauchen Sie? Wahrscheinlich versuchen die den Platz zu fahren. Ich weiß es gerade nicht. Okay, einen haben wir leider verloren. So, und da ich das Gebäude behalten will, muss ich jetzt mal doch ein bisschen vorrücken. Und mal hier ein bisschen Rabatz machen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Skorpion ist bereit. Jetzt sind sie dran. Einheit wird angegriffen. Ziel erfasst. Skorpion ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit befördert. So, sehr schön. Sie sollen rennen. Warum ist der Turm denn weg? Ich hab doch... Oh, nee, ey, Mann! Ich marschiere feindliche Basis in Sicht. Gut, dann machen wir jetzt hier halt einmal alles platt. Drücke vor. Was ist das hier? Ach, eine sekundäre Landeplattform. Ja, die muss erstmal weggemacht werden. Da bin ich durchaus für. Tiberium ist die Lösung. Feindliches Kommando entdeckt. Läuterer bereit. Feuer. So, ihr knallt mal bitte da oben alles weg. Brennt alles nieder. Jetzt sind sie dran. Wow, was ist das denn für eine Knarre? Eine Guardian-Kanone? Ach du Scheiße, nee. Feuer. Ziel erfasst. Mammut steht da auch noch. Ja, ganz großes Tennis. Ach du Scheiße, nee.
Jetzt haben wir uns ja schon ordentlich ausgedünnt, diese Penner. So, hoffen wir mal, dass wir auch noch ein paar Sekunden hier bestehen. Ziel erfasst. Einheit wird angegriffen. Läuterung läuft. Sie sollen brennen. Nein, verweg! Nein, verkackt. Zielvektor. So, das ist jetzt extremst ungünstig, deswegen müssen wir uns leider jetzt einmal zurückziehen. Zielvektor. Feindliche Einheiten. Alle Systeme online. Räume den Weg frei. Ausbildung. Ich rücke vor. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh Mann, ey. Machmut ist bereit. Ja, ein bisschen geschwächt habe ich ihn, aber natürlich bei weitem nicht genug. Räume den Weg frei. Ich rücke vor. Deswegen muss ich mir wohl oder übel was einfallen lassen. Hier eine vorgeschobene Basis wäre geil, kann ich mir aber gerade alles andere als leisten. Ach Gott, Leute, das wird sich jetzt leider Gottes ein wenig weiter ziehen, als es ursprünglich geplant war. Tut mich sorry an der Stelle. Nordmod ist bereit. Alle Systeme online. Und Systeme aktiviert. So, ihr lasst euch erstmal reparieren. Grüne Felder. Na, willst du es? Versuch mal da hinten das abzuernten. Vielleicht schaffst du es ja. Nordmord ist bereit.